die Leute, die sich mit Bitcoin und Kryptotechnologie beschäftigen, natürlich wollen die auch Geld verdienen. Natürlich haben die auch ein Businessinteresse. Aber ich begegne immer wieder sehr vielen Leuten, die da durchaus ein sehr großes Interesse haben, die Welt zu verbessern. Ja. Wenn Google die Daten hat, okay, vielleicht können sie mir dann irgendwie besser Werbung verkaufen. Aber wenn dann irgendwie die NSA kommt und Google unter Druck setzt, ja, das ist das Problem. Du hast halt angreifbare Punkte. Das Problem ist nur, dass die Mächtigen sich natürlich dieses Werkzeug immer bedient haben, um uns auszubeuten. Ja, das ist das Problem. Geld an sich ist nichts Schlechtes. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind heute in Hamburg und der Aaron König sitzt heute bei mir. Hallo Aaron. Moin Moin. Aaron ist ja eigentlich so für mich der Bitcoin-Papst in Deutschland, als ich damals 2015 mich mit Bitcoin beschäftigt habe. Warst du der Erste, von dem ich ganz viele Videos und ganz viele Artikel gelesen habe. Und du stellst dir heute dein drittes Buch vor, Die dezentrale Revolution, wie Bitcoin und Blockchain Wirtschaft und Gesellschaft verändert. Aaron, meine erste Frage. Jemand wird jetzt natürlich sagen, ja, Bitcoin, das digitale Spielgeld, wie kann man da ganze drei Bücher drüber schreiben? Da kann man, glaube ich, noch viel mehr Bücher drüber schreiben, denn das ist schon ein sehr, sehr spannendes und auch sehr komplexes Thema. Also ich habe angefangen 2015 hier, da habe ich so erklärt, warum eigentlich Bitcoin, also Bitcoin und österreichische Schule der Volkswirtschaft, also eher so ein bisschen die wirtschaftlichen Grundlagen, aber auch eher für Anfänger. Dann habe ich 2017 das hier nachgelegt, da hatten wir, glaube ich, unser letztes Interview. Genau. Cryptocoins, es gibt so ein bisschen mehr den Marktüberblick, weil es gibt ja nicht nur Bitcoin, sondern mittlerweile, weiß ich, hunderte, tausende von diesen Kryptowährungen, in denen wahrscheinlich nur ein paar überleben werden, aber hier habe ich so ein bisschen die Kriterien, wie man die so einordnet, dass man jetzt nicht beim Investment auf die Nase fällt, hat sich super verkauft. Darf ich da auch ganz kurz einhaken? Klar. Also an meine Zuschauer, wenn ihr euch das Video anschaut, von Oktober 2017, das haben wir geführt, als der Bitcoin-Kurs bei 6.500 Dollar war. Und da hat Aaron gesagt, der große Boom steht noch kurz bevor. Und dann ist es wirklich kurz danach auf 20.000 Dollar gegangen. Genau. Insofern, wir haben einen Bitcoin-Prophet sitzen. Ist es hier auch wieder runtergegangen, ja. Aber schauen wir mal. Also jetzt geht es gerade wieder ganz gut rauf. Naja, und das ist jetzt das neue Buch. Das ist jetzt eigentlich mein Lieblingsbuch, aber es ist natürlich immer, das letzte Projekt ist immer das Schönste, finde ich. Da gehe ich dann so ein bisschen, gucke ich dann so ein bisschen über den Tellerrand. Ich schreibe natürlich schon über Tokenisierung und ICOs und den ganzen Kram, also was so wirtschaftlich mit Bitcoin und mit Kryptowährung gemacht wurde in den letzten Jahren und was da für ein Potenzial drin steckt. Aber ich gucke schon auch in gesellschaftliche Veränderungen. Also überhaupt, der rote Faden, der sich so durchzieht, ich habe das hier so ein bisschen kommunistisch gestaltet, in Wirklichkeit das ist rote Buch. Ja, rot-gelb, so ein bisschen hier Revolution und so, natürlich eher leicht ironisch, weil es ist natürlich wieder sehr marktwirtschaftlich und sehr libertär, ist ja klar. Also ich schreibe dann eben auch über die Dezentralisierung des Internets, des Rechtssystems und bis hin zur Dezentralisierung von Staatswesen oder Regierung. Denn das sind eigentlich die Projekte, die ich mit am spannendsten finde zurzeit. Da werde ich auch hier ein bisschen drüber reden, über Free Private Cities und so freie, selbstgestaltete, selbstbestimmte Projekte, wo Leute leben, wo natürlich Kryptowährung und Blockchain auch eine Rolle spielt, aber wo es schon tatsächlich noch ein bisschen mehr geht. Insofern, da kann man noch viel drüber schreiben. Ja. Was ist denn überhaupt die Blockchain? Für denjenigen, der sich, oder fangen wir das mal an, wie würdest du Bitcoin ganz kurz zusammenfassen? Was ist Bitcoin und was ist die Blockchain-Technik dahinter? Bitcoin ist digitales Bargeld, was ohne irgendeine Zentralstelle auskommt. Ohne Zentralbank, ohne Banken, ohne eben auch Regierungen, die da irgendwie das manipulieren. Also ein dezentrales, digitales Bargeldsystem. Bargeld ist jetzt für die meisten Leute erstmal ein bisschen komisch, weil man denkt dann so an Münzen und Scheine. Aber, und Bitcoin ist natürlich jetzt rein digital, aber das Entscheidende ist bei Bitcoin, dass es einem wirklich selber gehört. Wenn ich Geld auf dem Konto habe, dann ist es ja das Geld, das Eigentum der Bank. Die hat dann zwar irgendein Versprechen, es mir irgendwie mal wieder zurückzuzahlen, aber diese Versprechen sind eben schon sehr, sehr oft gebrochen worden. Wenn ich hingegen Bitcoin als mein Eigentum habe, dann ist es so, als hätte ich Bargeld unter der Matratze oder Gold im Garten vergraben. Also es ist schon wirklich ein wesentlicher Unterschied. Und die Blockchain ist eigentlich die entscheidende Erfindung von diesem sagenumwobenen Satoshi Nakamoto, um so etwas wie ein dezentrales Bargeldsystem möglich zu machen. Es gab vorher auch schon digitale Bargeldsysteme, die auch mit Verschlüsseln gearbeitet haben, ja, eCash zum Beispiel von David Chaum. Die mussten aber immer noch irgendwo eine Zentralstelle haben, denn es gibt ja bei digitalen Gütern das Problem,
dass man sie unendlich kopieren kann. Mhm. Was bei Videodateien natürlich praktisch ist, ohne Qualitätsverlust. Bei Geld wäre es eine Katastrophe. Ja? Wenn man das Geld einfach ohne Ende kopieren könnte, wäre es einfach nichts mehr wert. Mhm. Dann wäre es aber hyperinflationär. Also man muss das Geld knapp machen. Mhm. Man muss sicherstellen, wenn ich dir jetzt einen Bitcoin überweise, dass ich ihn nicht an noch jemand anders überweisen kann. Mhm. Und das ging bisher immer nur durch eine zentrale Stelle, wo das dann notiert wurde, wem jetzt gerade welcher Bitcoin gehört oder welche digitale Geldeinheit. Und die Blockchain ist jetzt eben eine Art dezentraler Speicher, ein dezentrales Kassenbuch, in dem abgespeichert wird, wie gerade der Stand der Dinge ist. Mhm. Und diese Technik namens Mining, ja, wo halt viele Leute mit vielen Computern rumrechnen, ist eben dazu da, damit diese Blockchain, dieses Kassenbuch immer auf dem letzten Stand gehalten wird, obwohl es ja keine zentrale Stelle gibt, wo das irgendjemand bestimmt, sondern ein rein dezentraler Prozess, an dem auch grundsätzlich jeder teilnehmen kann. Mhm. Und das ist besonders, das gab es vorher noch nie in der Geschichte, dass es ein wirklich rein dezentrales System gab, ohne irgendeine zentrale Machtstelle in der Mitte. Mhm. Hat natürlich sicherlich auch gewisse Probleme, die es mit sich bringt. Ja? Also zum Beispiel sich darauf zu einigen, wie man das jetzt weiterentwickelt, ist bei Bitcoin nicht so leicht, weil es gibt ja keinen, dem es gehört. Ja? Kein Satoshi Nakamoto ist verschwunden. Das hat auch, glaube ich, absichtlich gemacht, dass sich da rausgezogen hat und das sozusagen... Na, sein Baby hat laufen lassen. Da gibt es immer wieder welche, die sagen, ich bin Satoshi. Ja, das ist mir auch schon passiert. Wir waren schon bei irgendwelchen Panels. Du bist Satoshi. Ja, wir sind alle Satoshi. Ja. Ja? Sind wir nicht alle ein bisschen Satoshi? Ja? Genau, ja. Ja, ich fand ja in deinem Buch auch ganz spannend, diese Allegorie mit dem Seestern. Kannst du das nochmal ausführen? Was hat der Seestern mit einer Blockchain zu tun? Der Seestern ist sozusagen ein Symbol für einen dezentralen Aufbau. Also da gibt es ein bekanntes Buch, The Spider and the Starfish. Da kommt das her, dieser Vergleich. Also wenn man in einer Spinne ein Bein abschneidet, dann hat sie halt nur noch 7 Pech gehabt. Wenn man einem Seestern ein Bein abschneidet, dann wächst dieses Bein nach und aus dem Bein wächst ein neuer Seestern, weil der Seestern eben ein komplett dezentrales Nervensystem hat. Deswegen wird er halt immer ganz gerne genommen für so, weil dezentrale Systeme sind halt sehr viel weniger verwundbar. Wenn du halt in einem zentralen System die Zentrale lahmlegst, dann ist das ganze Netzwerk tot. In einem dezentralen System ist das halt nicht so. Wenn du da einen Knotenpunkt lahmlegst, dann gibt es halt viele andere. Im Prinzip ist ja auch das Internet so gedacht. Ja? Ursprünglich ist das Internet ja mal entwickelt worden, um auch einen nuklearen Schlag zu überleben. So ist ja eigentlich konzipiert worden. Also die Grundebene des Internets ist sehr dezentral. Das Problem ist nur, dass sich das jetzt in eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Mittlerweile gibt es eben die großen Unternehmen, Google, Facebook und einige wenige Internetprovider. Also es ist eben nicht, längst nicht mehr so dezentral, wie es eigentlich hätte sein sollen. Da gibt es aber auch eine ganz gute Gegenbewegung. Also zum Beispiel Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Webs, mit dem ja die meisten Leute das Internet überhaupt erst kennengelernt haben. Der hat sich jetzt an die Spitze der Bewegung gesetzt. Mit Solid will er eben auch neue Technologien einführen, die auch Verschlüsselung natürlich setzen und auf Dezentralisierung. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Und das ist im Grunde so das Kernthema des Buches, wie wichtig es ist, Dinge zu dezentralisieren und B auch zu verschlüsseln. Ja, ich fand es ganz spannend, dass mit diesem neuen Internet, weil letztendlich sehen wir halt auch, das wird immer von dieser linken Seite kritisiert, ja, die Digitalisierung, die treibt, erschafft immer mehr Macht für Google, für Facebook. Und die neue Technologie setzt eigentlich dabei an, diese Macht zu brechen, halt einfach das dezentraler zu aufstellen mit solchen Techniken. Und auch, was ich sehr spannend fand, du hast Projekte angeführt, die ja sozusagen den Ärmsten der Armen zugutekommen. Kannst du das nochmal ein bisschen weiter ausführen? Du meinst jetzt zum Beispiel diese Geschichten in Argentinien mit der Identitätsgeschichte? Ja. Also grundsätzlich, finde ich, kann man durchaus beobachten, dass... die Leute, die sich mit Bitcoin und Kryptotechnologie beschäftigen, natürlich wollen die auch Geld verdienen. Natürlich haben die auch ein Businessinteresse, aber ich begegne immer wieder sehr vielen Leuten, die da durchaus ein sehr großes Interesse haben, die Welt zu verbessern. Ja, das finde ich schon sehr auffällig, dass ganz viele Leute auch immer gucken, okay, was kann man jetzt tun für die Ärmsten der Welt und dass die Leute, die eben keinen Zugang zum Finanzsystem haben, dass sie es kriegen. Mhm. Und ein Beispiel ist zum Beispiel in Argentinien, dieses Projekt Didi, das auch mit Förderung von der, wie heißt die, Interamerikanische Bank für Entwicklung oder sowas gefördert wurde, wo es einfach darum geht, den Leuten in den Slums überhaupt einfach eine Identität zu geben, weil die haben oft gar keine Papiere, gar keinen Track Record, die würden niemals einen Kredit bekommen, die können sich gar nicht ausweisen und die haben da so ein ganz spannendes Projekt, was auch mit einer eigenen Digitalwährung arbeitet und da gibt es halt zahlreiche Projekte, also das ist jetzt eins, was ich mir mal so besonders rausgepickt habe, weil ich ja eben auch Argentinien ganz gut kenne und da eben auch sehr, sehr viel los ist.
Ja, und das ist gerade halt einfach das Schöne für mich. Deswegen habe ich auf meinem Kanal immer von Kryptowährung gesprochen, weil das einfach Anarchie in Aktion ist. Und ich fand ja auch sehr spannend, dein erstes Buch hast du ja wirklich auch ja aus der Sicht der Wiener Schule, der österreichischen Schule geschrieben. Und das ist halt eigentlich Dezentralismus, Macht verteilen, Macht neu strukturieren und das einfach durch Technologie anstatt, viele sagen natürlich immer, auch jetzt zum Beispiel mit der AfD, viele sagen, ach, wir müssen irgendwie die Politik infiltrieren, das irgendwie ändern. Und Kryptowährung ist halt einfach, macht, was ihr wollt, wir schaffen was Neues. Ja, ich finde zum Beispiel, dass jetzt die großen Konzerne, die viele Daten haben, ist natürlich schon mal grundsätzlich unproblematisch, aber richtig schwierig wird es dadurch, weil sie ja auch wiederum unter der Kontrolle des Staates stehen. Ja? Also wenn Google die Daten hat, okay, vielleicht können sie mir dann irgendwie besser Werbung verkaufen, aber wenn dann irgendwie NSA kommt und Google unter Druck setzt, ja, das ist das Problem. Du hast halt angreifbare Punkte. Mhm. In dem Moment, wo die ganzen Daten verschlüsselt sind, ja, da kann die, wie auch immer, CIA, FBI, NSA, können sie noch so viel irgendwas wollen, es ist eben alles verschlüsselt. Deswegen ist ja die Verschlüsselung ein extrem wichtiger Punkt. Und dass es eben nicht so diesen einen Angriffspunkt gibt. Also man sieht es ja jetzt ganz gut zum Beispiel bei Libra, bei Facebook. Ja? Also was da jetzt für ein Riesenaufwand Aufruhr gemacht wird. Ich meine, der arme Mark Zuckerberg, da kann er mir leid tun, wie er da vom Kongress gegrillt wird. Der lässt sich auch richtig vorfilmen, wo ich denke, kann er nicht mal ein bisschen selbstbewusster da auftreten? Ja, aber es gibt eben einfach die Adresse. Man kann eben bei Facebook vor der Tür stehen und sagen, hey, jetzt steht uns Rede und Antwort, sonst kommen wir hier mit der, ne, mit der, wie auch immer, der Polizei. Ja. Bei Bitcoin gibt es die halt nicht. Satoshi Nakamoto ist verschwunden. Es gibt keine Firma Bitcoin, die irgendwann gehört. Es gibt halt ganz viele unabhängige Leute und natürlich könnte man die jetzt alle versuchen festzunehmen, aber dann wachsen halt ganz viele neue nach. Das ist einfach völlig illusorisch. Ja. Und das ist eben der große Vorteil des dezentralen Systems gegenüber einem zentralistischen. Wobei ich jetzt dieses Projekt von Facebook völlig okay finde. Ja, ich finde es total gut, dass sie das machen. Ob das nun Erfolg wird oder nicht, schwer zu beurteilen. Ja, das springen ja auch schon wieder die ersten ab. Aber allein die Aufmerksamkeit, die jetzt auf so auf das Thema Kryptowährung gelenkt wird dadurch, ist ja Gold wert. Ja? Und viele, glaube ich, werden sich dann das auch angucken und sagen, okay, wenn Facebook das jetzt auch schon überlegt, scheint es ja vielleicht wirklich was zu sein, aber dann nehme ich doch lieber das Original. Ja? Also man will ja nicht wirklich, dass Facebook noch über all meine Zahlungen auch noch Bescheid weiß. Ja. Ja? Also das Prinzip Kryptowährung ist ja gut, aber es sollte dann eben auch wirklich voll anonym und voll dezentral sein und nicht irgendeiner Firma gehören. Und dann sage ich auch, dann kann man diesen Libra-Coin, wenn man sagt, ja, da werde ich überwacht und das ist ja ein böser Konzern dahinter. Erstmal, man sieht halt einfach auch, wie jetzt viele Politiker in den USA, du hast das gerade mit Mark Zuckerberg vor dem Kongress oder wie er da verhört worden ist, du hast das angeführt. Jetzt hat sich Deutschland, Frankreich hat sich auch, glaube ich, gegen Libra ausgesprochen. Und dann sage ich halt, wenn dir der Coin nicht gefällt, wenn du ihn hast, dann kannst du den wahrscheinlich in Zukunft auch auf einen dezentralen Börse total anonym tauschen in irgendwie eine anonyme Währung und so hast du wieder deine Anonymität. Ja, ich denke, dass das im Grunde eine Entwicklung ist, die Bitcoin und den echten Kryptowährungen total in die Hände spielt. Ja. Ja, aber es wird wahnsinnig viel Aufmerksamkeit darauf gelenkt, die Politiker regen sich alle tierisch drüber auf und in der Zwischenzeit kann man... Konkurrenz. Insofern ist es konkurrenzbelebt über das Geschäft. Ja. Aber man sieht eben dann in diesem Fall ganz eindeutig, Geld muss keineswegs immer vom Staat gemacht werden. Das ist ja, Geld ist eine Erfindung des freien Marktes. Ja. Geld ist eine tolle Erfindung. Das Problem ist nur, dass die Mächtigen sich natürlich dieses Werkzeug immer bedient haben, um uns auszubeuten. Ja, das ist das Problem. Geld an sich ist nichts Schlechtes, aber wenn natürlich der Staat hinkommt und es nach Belieben entwerten kann, aus dem Nichts erzeugen, da fangen die Probleme an. Ja. Dass es eine Konkurrenz gibt von Unternehmen, das ist ja genau das, was Friedrich August von Hayek auch schon gefordert hat, eine Entstaatlichung des Geldes, einen freien Wettbewerb der Währung. Da ist Bitcoin natürlich ganz vorne dabei, aber von mir aus soll Facebook seinen Coin rausbringen, Google, Amazon, ich meine, je mehr Wettbewerb, desto besser. Die Regierung, die sollten sich da vielleicht besser raushalten, weil sie haben es einfach sehr, sehr schlecht gemacht die letzten paar hundert Jahre mit katastrophalen Ergebnissen, Hyperinflation überall. Also das sollte man wirklich besser der freien Wirtschaft überlassen als irgendwelchen komischen Olaf Scholzens und so, ja? Genau, ja. Sehe ich genauso. Aaron, du hast in deinem Buch auch, was ich spannend fand, hast du dezentrale Anwendung im Logistikbereich angeführt. Kannst du unseren Zuschauern da nochmal ein bisschen von erzählen? Was gibt's da? Wie hat da die Blockchain die Logistik revolutioniert? Naja, revolutioniert hat sie noch nicht, aber es ist, sag mal, es ist so einer der Anwendungsbereiche, wo ich das tatsächlich sinnvoll finde. Die Sache ist ja die, es gab ja in den letzten Jahren schon ziemlich einen Blockchain-Hype. Ja? Es gab so selbst anhand der Experten, die überall hinkamen, Blockchain, als würde das jetzt wirklich
die Welt verändern. Da muss man schon genau hingucken. Blockchain hat Vorteile, hat aber auch eine ganze Menge Nachteile. Also die Dezentralität, die ja gewünscht ist, kommt halt auch mit einem gewissen Preis. Also effizient ist die Blockchain überhaupt nicht. Ja? Also es ist keine besonders gute Methode, Daten schnell zu speichern. Darum geht es auch nicht. Es geht ja darum, es dezentral zu machen und einen Konsens hinzubekommen zwischen tausenden verschiedenen Menschen. Und das geht halt nur über diesen Prozess, die sogenannte Proof of Work und das Mining. Das kommt halt mit einem bisschen Aufwand. Ja? Der ist bei Bitcoin absolut gewünscht. Wenn ich aber einfach nur schnell Daten speichern will, ist eine zentrale Lösung, eine klassische Datenbank durchaus überlegen. Mhm. Also muss man mal ganz genau gucken, für welchen Anwendungsfall passt Blockchain und für welchen passt sie halt nicht. Wo ist es einfach nur ein Hype, ja? Wo irgendein Berater hinkommt und jetzt mit einem tollen Buzzword kommt. Da bin ich halt eher so der Skeptiker und der Pragmatiker. Guckt mal ganz genau hin, wo es wirklich passt. Und im Logistikbereich ist es ja so, da gibt es halt sehr viele Player, die irgendwie sich aufeinander einigen müssen, miteinander abstimmen müssen, die aber alle sehr unterschiedliche Interessen haben und wo es eben auch nicht den einen großen Dominanten gibt. Und da kann Blockchain-Technologie durchaus passen. Mhm. Also gerade in diesem ganzen Bereich Hafen, ne, Reederei, Schifffahrtswirtschaft, wir sitzen ja hier in Hamburg, das ist so, so altmodisch, da wird noch so viel mit Papieren gehandhabt, das ist so vorsintflutlich, sehr, sehr ineffizient. Aber das Problem ist, es gibt eben auch niemand will irgendeiner zentralen Stelle vertrauen. Ja? Und da kommt natürlich die Blockchain ganz gut rein, weil sie ist öffentlich einsehbar. Es gehört niemandem, man muss niemandem vertrauen. Das ist ja die Grundidee bei Blockchain. Das passt insofern im Logistikbereich ganz gut. Da gibt es durchaus einige Modelle, die sind alle natürlich noch im Prototypstadium. Mhm. Ne? Sowohl im Bereich Schifffahrt als auch im Bereich Spedition. Mhm. Das ist so einer der Bereiche, wo ich finde, da passt es wirklich. In ganz vielen anderen Bereichen würde ich ja sagen, hey, lasst es mit Blockchain, das kann man anders besser abbilden. Ja? Aber natürlich gibt es immer noch viele Anwendungsbereiche, wo das gut passt. Ja? Ja, es war jetzt 2017, waren ja viele ICOs, viele Token-Sales, die alles Mögliche versprochen haben, die gesagt haben, wir werden das revolutionieren. Aber letztendlich steckt eigentlich heute alles noch in den Kinderschuhen oder ist schon gescheitert? Oder gibt es da was mittlerweile sich schon etabliert hat oder wo schon aus dieser Alpha-Phase raus ist? Es ist ja teilweise noch nicht mal in der Beta-Phase. Naja, was wir letztes Jahr gesehen haben, das war natürlich ein großer Hype. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Das ist, würde ich sagen, bei innovativen Projekten ganz normal. Es gab auch, als die Eisenbahn neu war, tausende von neuen Eisenbahnprojekten, von denen bestimmt auch viele gescheitert sind. Als das Auto neu war, gab es tausende von Automobilfirmen, von denen die meisten heute auch nicht mehr existieren. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja, natürlich ist jetzt mit dieser ganzen Token-Technik ist natürlich auch viel Quatsch gemacht. Da gibt es natürlich viele, die einfach das Geld eingesackt haben und weggelaufen sind. Da muss man halt auch als Investor natürlich genau hingucken. Ich glaube, genau das Pendel schlägt jetzt eben in die andere Richtung. Da sind jetzt sehr viel kritischer, wollen halt wirklich genau gucken, was macht ein Unternehmen. Also wenn du jetzt einen Token rausgibst, ist es ja fast schon so, als würde das eine Aktie rausgeben. Ne? So gucken die Leute halt auch hin. Ich denke, das ist aber auch völlig normal. Also ich glaube, bei allen diesen innovativen Bewegungen ist es so, du hast erstmal, wird das alles überschätzt, es gibt einen großen Hype. Es war im Internet genauso, ja, 99, 2000, Dotcom-Boom, vielleicht, du erinnerst dich vielleicht nicht mehr oder nur vage. Ich hatte auch ein bisschen Geld verloren, Ich war damals 18 oder so. Na gut, okay, ja, das ist halt unheimlich viel spekuliert worden und viele haben Geld verloren und 2001 hatte man das Gefühl, oh, das Internet, ja, das wird ja nie was und so. Und wenn man jetzt im Rückblicken guckt, ja, wie pessimistisch die Leute 2001, 2002 waren, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, weil seitdem ist das Internet natürlich, hat sich wahnsinnig entwickelt, man kann sich überhaupt nicht mehr eine Welt ohne Internet vorstellen. Und bei Bitcoin, Blockchain, Kryptotechnologien sind wir ja auch noch ziemlich am Anfang. Da ist jetzt mal so eine erste Hypewelle passiert. Da werden wahrscheinlich noch ein paar mehr kommen. Ja, immer wieder Ernüchterung und Begeisterung. Also ich denke, wir werden noch einige von diesen Zyklen sehen. Aber wenn wir dann in 10 Jahren wieder hier sitzen und rückwirken, gucken sie, Moment, da gab es früher noch keinen Bitcoin, kein Krypto, kein Blockchain. Können wir uns dann gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Ja? Und dann wird man auch über diese Hypes und Ups und Downs so reden, wie man jetzt irgendwie so lustig über den Dotcom-Boom spricht. Ja. Okay. Denke ich mal. Wir haben es ja gerade schon zu Anfang angesprochen. Du hast in deinem Buch auch über die sogenannten Startup Nations geschrieben, über dezentrales oder über dezentrales menschliches Zusammenleben. Was gibt es da zu sagen? Ja, das ist das, was mich eigentlich am meisten fasziniert. Ja, also, denn es ist ja so, das Modell Staat, wie wir es jetzt kennen, hat sich ja wirklich nicht bewährt. Ja, ist im Grunde auch aus Räuberbanden entstanden. Ja, gibt ja schon dieses berühmte Wort vom heiligen Augustinus, was wäre der Staat ohne das Recht, aber eine große Räuberbande. Ja, und das hat ja auch immer viel mit Unterdrückung zu tun, mit einer kleinen Elite, die alle anderen ausgebeutet hat. So ist es ja entstanden. Es gibt zwar ein paar Mechanismen,
ne, Wahlen und Checks and Balances und Gewaltenteilung, aber so richtig toll funktioniert das halt auch nicht, muss man ja wirklich sagen. Und gerade in einem, wie zum Beispiel in Deutschland, wo jetzt mittlerweile fast schon die Mehrheit der Menschen irgendwie in der einen oder anderen Form vom Staat lebt, als Rentner, als Arbeitslose, als Politiker, als Beamte, ja, also es sind ja nur noch, ich weiß nicht, 15% oder so, die wirklich richtig produktiv arbeiten und die alle anderen mit durchfüttern müssen. Und die anderen haben aber die Mehrheit und die machen dann eben irgendwelche komischen, zwar demokratischen Entscheidungen, aber nicht unbedingt kluge, ja, dann Enteignung und Mietpreisdeckel und ich weiß nicht, alles für absurde sozialistische Ideen. So ein System muss irgendwann früher oder später kollabieren. Das kann eine Zeit lang gut gehen, wenn man immer noch frisches Geld nachschiebt. So, also das System, Staat und auch diese Demokratie, also Demokratie im Sinne von die Mehrheit unterdrückt die Minderheit. Ja? Demokratie ist ja grundsätzlich was Gutes, aber in einer sehr großen Gesellschaft von zig Millionen Menschen, wo dann die Mehrheit, die Minderheit irgendwie einer absurden entscheidenden Mehrheit fügen muss, ist kein gutes System. Es ist die Frage, was macht man? Ja? Gründet man jetzt eine Partei und versucht irgendwie die Bundesrepublik Deutschland zu reformieren? Ist, glaube ich, nicht mit besonders viel Erfolg gekrönt. Deswegen gibt es jetzt eher Leute, die sagen, lass uns doch es im Kleinen ausprobieren, lass uns kleine Sonderzonen gründen und in diesen Sonderzonen einfach mal andere Modelle ausprobieren, sozusagen die optimale Gesellschaft. Ja? Und da gibt es zum Beispiel dieses Modell von Titus Gebel, die freie Privatstadt, wo zusammen ein Unternehmen eine Stadt betreibt, im Prinzip also ein kommerzielles Modell, aber eben mit dem Wettbewerb der Füße, ja, mit der Abstimmung mit den Füßen. Man zieht da entweder hin, weil es einem gut gefällt, oder nicht. Oder man zieht wieder weg. Man hat ein echtes Vertragsverhältnis mit dem Betreiber der Stadt. Also nicht irgend so ein komischer Kontrast sozial, den man da, ja, das ich nie über unterschrieben hat. Ja. Man zahlt Steuern, weiß aber nicht genau wofür. Die Gegenleistung ist auch nicht wirklich definiert. In diesem Verhältnis vom Bürger zu diesem Betreiber der Privatstadt ist das ganz klar definiert. Ich habe einen Vertrag, da steht drin, ich zahle so und so viel jedes Jahr, dafür habe ich Sicherheit garantiert. Dafür gibt es da sowas wie eine Polizei. Und wenn bei mir eingebrochen wird, dann kann ich den Staatsbetreiber verklagen auf Schadensersatz, weil er hat mir ja Sicherheit garantiert. Und natürlich nicht beim Gericht, was von ihm bezahlt wird, ist ja auch absurd. Ja? Wenn ich den Staat verklagen will, dann mache ich das beim Gericht, das vom Staat bezahlt wird. Naja, kann man sich schon ausmalen, sind, ja, für wen der entscheidet. Also absurdes System. Ja. Und da ist halt so, dass man auf einer übergeordneten Ebene eben diesen Staatsbetreiber verklagen kann. Und dann natürlich auch entsprechend Recht bekommen oder nicht. Also auch ein anderes Rechtssystem. Finde ich hochspannend. Da gibt es das erste Modell dieser Art jetzt auf einer Insel in der Karibik, die nominell zu Honduras gehört, aber kulturell auch ein bisschen anders ist, wird Englisch gesprochen und da kann man, also da wird jetzt gerade eine Zone gegründet, denn da ganz anderes Recht gilt, auch ein anderes Steuersystem, viel günstigere Steuern und eher angloamerikanisches Recht und eben ganz viel Wert darauf gelegt wird auf Eigentumsschutz, auf alles, was es eben eine gute Marktwirtschaft auch ausmacht, ja, dass man das als Eigentum geschützt wird, dass Unternehmertum eher gefördert wird. Also im Prinzip so ein bisschen, was hat Hongkong richtig gemacht, was hat Singapur richtig gemacht? Die Fehler wiederholt man natürlich nicht, weil Freiheitsparadiese sind die beiden ja nun wahrlich nicht. Wirtschaftliche Freiheit schon, ja, da kann man durchaus sich einiges von abschneiden. Das ist jetzt so das erste Pilotprojekt, was ich sehr spannend finde, wo ich wahrscheinlich auch selber mich engagieren werde. Aber es gibt zahlreiche andere natürlich. Es gibt von Liberland, hast du vielleicht gehört. Ob das nun was wird, also da hat sich ja jemand zwischen Kroatien und Serbien in so eine kleine Fläche sozusagen gesagt, das ist jetzt meins oder das ist jetzt neues Land, weil es von niemandem beansprucht wird. Aber gut, die Kroaten lassen ihn trotzdem nicht rein, das ist so ein bisschen unrealistisch. Während die Bitnation gibt es auch. Bitnation ist nochmal eine andere Nummer, da ist ja, Niederland noch nicht aus. Ich finde es auch toll, dass er das macht. Das ist ja auch sicherlich ein PR-Erfolg mit, ich weiß, einer 500 Millionen Menschen, die beantragt haben, da hinzuziehen. Aber ich glaube, er hat sich das ein bisschen leichter vorgestellt. Und die Leute von diesem Prospera-Projekt, ja, in Honduras, die sind eher pragmatisch. Die sagen, okay, wir können jetzt nicht einfach diese Insel da erobern. Ja? Wir reden mit der Regierung. Genau genommen ist sogar die Initiative ursprünglich von Politikern aus Honduras gekommen, die mir gesagt haben, hey, wir brauchen Kapital, wir brauchen Investitionen, wir brauchen Unternehmertum. Wie können wir das anstellen? Und es ist halt ein Deal, der eben gut für beide ist. Ja? Also auch keine reine freie Privatstadt, es ist eher so eine Private-Public Partnership. Aber hochspannend. Und da gibt es eben eine ganze Menge von Projekten in dieser Art. Seasteading ist ja auch noch zu erwähnen. Da ist ja die Idee, auf hoher See Städte zu bauen, um dann nicht in irgendeiner hoher Zone drin zu sein. Mit dem Sohn von Milton Friedman. Ja, genau. Patrick Friedman heißt Patrick, er. Patrick Friedman, ja. Patrick, ja. Der aber auch wiederum bei dem anderen, also der ist an vielen Projekten interessiert. Und ist aber auch die Frage, wer will denn wirklich auf hoher See wohnen? Ja, also
ob das so, aber es ist ja toll, dass es so viele Projekte gibt. Ja? Also ich halte persönlich jetzt dieses Prospera-Projekt in Honduras für am vielversprechendsten zurzeit. Das haben wir am weitesten entwickelt. Sind aber auch schon über 10 Jahre Arbeit reingeflossen. Ja? Das ist auch nicht mal eben so zu machen. Ja? Das ist natürlich ein sehr. Aber grundsätzlich ist ja die Idee Dezentralisierung auch des Gemeinwesens. Also es wird dann, wir sitzen ja in Hamburg, dann immer auch gern wieder die Hanse so als Vergleich bemüht. Ja, die Hanse 2.0, so habe ich das Kapitel auch genommen. Und den Vergleich nehmen auch tatsächlich die Leute da aus Amerika. Die stehen total auf die Hanse, weil die Hanse war ja auch ein rein dezentraler Verbund. Es gab keine zentrale Macht, es gab keine Verfassung, es gab einfach nur die Art, also wie man halt zusammengearbeitet hat. Aber wenn man in der Zeit nicht mit in der Hanse war, dann konnte man Handel ziemlich vergessen. Also es war schon wichtig, Mitglied der Hanse zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da wieder hinkommen, dass es viele kleine freie Privatstädte gibt, kleine Staaten, so ne, Liechtensteins und so und Prospera, die dann natürlich durchaus zusammenarbeiten können an bestimmten Stellen. Ja? Freihandel, vielleicht auch sogar gemeinsame Verteidigung, wer weiß, ja, damit man sich auch verteidigen kann gegen welche großen Mächte, ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, ich hatte ja Titus Gebel auch schon bei mir auf dem Kanal, super spannendes Projekt. Wie heißt der? Vitschlatschika oder der von Nibaland? Jedlitschka. Ganz unaussprechbarer Name. Dann das andere Projekt, was ich kurz angesprochen habe, ist Bitnation, die Susanne... Jakowski-Tempelhof, genau, die auch erwähnt. Ja, habe ich auch schon mal bei mir im Interview gehabt. Wenn du das nochmal kurz zusammenfassen kannst, was ist das und wo steht dieses Projekt gerade mit Bitnation? Wo es steht, musst du Susanne fragen. Also die Idee dabei ist jetzt nicht wirklich eine Nation zu gründen, sondern eher die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, dass man alles, was man bisher dachte, dass man dafür einen Staat braucht, ja, all diese Behörden, all diese Zentralstellen, was ich Pass und Standesamt und Grundbuchamt, all das durch dezentrale Technologie abzubilden, sodass man dann hingehen kann und mit dieser Technologie quasi seine eigene Nation gründen. Also es kann jetzt zum Beispiel gut sein, dass dieses Prospera-Projekt auch diese Technologie nutzt oder das Liberland diese Technologie nutzt oder ich könnte jetzt zum Beispiel auch hingehen und sagen, ich gründe jetzt meine virtuelle Nation, die jetzt nicht durch ein Territorium definiert ist, sondern dadurch, dass wir vielleicht alles große Freiheitsfans sind. Ja? Die große Freiheit Nation. Na, ja, und man Idee. Kann dann da Mitglied sein und ist aber dann egal, ob ich dann in Hamburg sitze oder in Budapest oder sonst irgendwo. So ist es gedacht. Ob das nun jetzt so eine, also ich glaube, Menschen sind ja doch sehr durch ihre physische Existenz definiert. Ja? Es ist schon wichtig, wo man lebt. Also diese virtuellen Nationen, schön und gut, vielleicht fühlt man sich dann zu irgendeinem Stamm quasi zugehörig, das mag schon sein, aber trotzdem wie man lebt, ob es da sicher ist auf der Straße, ob man sein Geld verdienen kann, ob man da auch sicher ist vor irgendwelcher Willkür von Regierung, ist schon ein extrem wichtiger Faktor. Also Bitnation schön und gut als Software-Schmiede, kann viel draus werden, aber interessant sind tatsächlich, also noch interessanter für mich sind diese Projekte, die wirklich mit der Realität zu tun haben, wo es wirklich um Territorien geht, wo man dann eben anders leben kann als zum Beispiel in Deutschland. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch einen riesen Bedarf für. Ich meine, viele Deutsche gucken ja, wo können sie denn auswandern, weil es wird nicht besser hier. Ja? Also die Regierung macht alles falsch, was man falsch machen kann. Ja. Die Zukunft wird wahrscheinlich nicht so gemütlich. Wo kann man denn auswandern? Naja, also diese typischen Auswandererziele, Kanada, Neuseeland, Australien, ist auch nicht so leicht, dahin zu kommen. Da haben natürlich dann diese freien Privatstädte, können jetzt sehr interessant sein, weil die brauchen ja Auswanderer oder Einwanderer aus deren Sicht. Ja, wir brauchen ja Leute, die da Unternehmen aufbauen. Und wir machen ja, tun ja auch alles, damit es gefördert wird. Ja, also das ist dann, da wird dann demnächst noch eine Kampagne starten, wo man eben auch als Pionier sich bewerben kann, um diese neue Stadt, Prospera wird sie heißen, aufzubauen. Und dann kriegt man natürlich da auch ne, die Erlaubnis, da zu leben und gute Konditionen, ja, da Land zu erwerben, was aufzubauen. Ja. Das wird, glaube ich, schon für viele Leute interessant werden, denke ich. Ja, und ich finde gerade spannend in deinem Buch, wie du das halt so alles zusammenführst, nicht nur wie Kryptowährung halt einfach was Neues erschaffen, Alternativen anbieten, sondern halt auch wie Titus und verschiedene Systeme halt einfach was Neues schaffen und einfach Alternativen anbieten, weil Titus ist ja auch das beste Beispiel. Der war in der FDP, hat versucht, irgendwie Politik zu machen, hat gesagt, das System ist so festgefahren, man kann es nicht verändern, ich mache einfach was komplett Neues. Ne? Und ich habe jetzt bei Titus, du bist ja auch dein Beratungsstab, jetzt habt ihr ja so ein Unternehmen gegründet, wo ihr auch Regierungen und Unternehmen beratet, was irgendwie... Ja, was Dezentralisierung angeht und alles Mögliche. Kannst du da vielleicht mal was dazu sagen? Habt ihr da schon Aufträge gehabt oder so? Na, ich weiß, dass Titus mit sehr vielen Regierungen spricht und dass es ja auch interessant ist, dass er ihnen ja wirklich was zu bieten hat. Ich denke, es steht und fällt natürlich schon mit diesem ersten Projekt. Also es wäre natürlich toll, wenn das ein richtig großer Erfolg wird, dass die Leute sehen, oh wow, es funktioniert wirklich. Ich glaube, dann werden die Leute Schlange stehen.
Im Moment ist es natürlich ist noch nicht richtig was vorzuweisen. Die Analogie ist ja immer, wie Deng Xiaoping es geschafft hat, China zu revolutionieren. Ja? China ist natürlich jetzt auch kein Beispiel für politische Freiheit, aber die wirtschaftliche Entwicklung, ich meine, in den 70er Jahren war das halt arm. Ja? Die Leute haben gehungert und mittlerweile ist es eine Wirtschaftsmacht. Und wie hat das geschafft, auch die kommunistischen Hardliner am Zentralkomitee davon zu überzeugen? Er hat aber eine kleine Sonderzone gegründet in Shenzhen gegenüber von Hongkong, hat sich genau angeguckt, was macht Hongkong eigentlich richtig. Das ist dann explodiert, es hat einfach einen Riesenerfolg gegeben, natürlich auch mit viel Kapital aus Hongkong. Dann gab es noch viel mehr Sonderzonen, Shanghai und einige andere. Mittlerweile ist ja fast ganz China eine Wirtschaftssonderzone und viel Kommunismus dann nicht mehr übrig. Also immer noch ein Parteiendiktatur, okay. Mhm. Aber wirtschaftlich sind die ja, würde man sagen, fast marktwirtschaftlicher als Deutschland. Mhm. Also da kann man sehen, das ist eine Methode, die funktionieren kann. Ja, also das kann man durchaus auch anwenden, durchaus auch in Europa irgendwann. Ich denke mal, im Moment wird es wahrscheinlich eher in Entwicklungsländern stattfinden, ja, Lateinamerika, Afrika. Osteuropa vielleicht, da ist er auch eher aktiv. Ja? Aber ich glaube, es ist alles noch nicht spruchreif. Ja? Oder wenn, dann musst du ihn auch selber fragen. Spannende Entwicklung, ja. Wie sieht es jetzt gerade so mit Bitcoin aus? Bei Bitcoin ist es ja ziemlich ruhig geworden, der Preis, der dümpelt. Ruhig geworden? Ja, also er ist letzten Freitag verschlafen. Das war der größte Sprung seit 2011. Okay, klar. An einem Tag fast 30%. Das hat es seit 8 Jahren nicht mehr gegeben. Also, das war auch schön. Da hatte ich an dem Tag, bin ich mit dem Auto liegen geblieben, hatte irgendwie Stress mit Handwerkern und so. Und dann habe ich abends auf dem Handy geschaut, habe gesehen, hey, richtig nach oben gegangen, wieder bisschen an Kursgewinnen gemacht. Aber die Kunst ist ja keine schlechte Laune zu bekommen, wenn er auch nach unten geht. Ja, so ist es ja, da kommt man immer nach. Da muss man einfach, also ich denke, mich interessiert die Langfristperspektive. Natürlich ist es schön, wenn man selber vielleicht irgendwie einen Bitcoin oder zwei hat und der geht dann nach oben, ist natürlich erfreulich. Aber wenn nach unten geht, sollte man sich jetzt auch nicht grämen, sondern einfach langfristig gucken, wo geht die Reise hin. Ja, und ich meine, Bitcoin ist knapp. Ja. Die Nachfrage wird steigen. Natürlich sind da noch ein paar Probleme zu lösen mit der Skalierung, aber Lightning Network und ähnliche Dinge stehen ja an, da wird ja auch viel dran gemacht. Also ich denke, da wird ganz, ganz viel passieren und dann ist es ja schon sehr wahrscheinlich bei dem absolut stabilen oder starren Angebot und der steigenden Nachfrage, dass der Preis auch steigt. Es gibt jetzt ja viele Stimmen, die sagen, ja, der Euro steht kurz vorm Scheitern, es wird die größte Krise aller Zeiten kommen. Da sagt ja Dr. Markus Krall, der sagt, 2020 wird so weit sein. Was meinst du, wie wird sich der Bitcoin verhalten? Wird Bitcoin da der Notanker sein, wie wir das auch in Venezuela, in Zimbabwe oder auch in Indien mit der Bargeldabschaffung da gesehen haben? Also das ist tatsächlich genau das Thema meines nächsten Buches, an dem ich gerade arbeite. Ja, das geht genau. Willst du noch mehr darum, Bücher schreiben? Ja, Bücher schreiben bringt Spaß, absolut. Ich schreibe gerne, ja. Und man lernt auch immer sehr viel selber beim Schreiben. Ja, also das Buch geht genau darum, was passiert, wenn diese Krise kommt. Früher oder später wird die kommen. Also keiner weiß genau wann und warum, weil es gibt so viele Dinge, die gerade schief laufen. Man weiß ja wirklich nicht, an welcher Stelle das System als erstes zusammenbricht. Kann ja auch sein, dass es noch ein paar Jahre hält. Ja, das weiß keiner. Ja, aber es ist halt gut gewappnet zu sein. Es ist gut zu wissen, wenn es passiert, ja, wie bringe ich mein Geld in Sicherheit? Kryptowährung ist dann Thema. Natürlich gucke ich auch ein bisschen andere. Man soll ja auch nicht alle Eier in einen Korb legen. Ja, wie sieht es aus mit Edelmetallen? Wie sieht es aus mit sonstigen, mit Value Investment? Ja, natürlich. Nicht nur Krypto, aber es hat halt den großen Vorteil, wenn ich halt wirklich mal über eine Grenze muss, ja, mach das mal mit 10 Barren Gold im Rucksack, ja, das dürfte schwer sein. Bitcoin kann man ja locker auf einem USB-Stick oder einem Stück Papier oder eventuell sogar im Kopf transportieren. Ja, das ist ja die finanzielle Freiheit, die ich jetzt meine. Das ist sozusagen der Untertitel, das Handbuch der finanziellen Freiheit, aber vor allem natürlich diese politische Freiheit, also die Freiheit von finanzieller Repression. Das ist ja die Hauptkraft eigentlich von Kryptowährungen, durch die Verschlüsselung, durch die Dezentralisierung. Und darüber schreibe ich, ja. Also ich weiß noch nicht genau, was da drin stehen wird, weil ich arbeite ja noch dran, aber das Thema liegt ja in der Luft, das stimmt. Also da wird sicherlich früher oder später was passieren. Das muss gar nicht, es wird natürlich für viele Leute hart sein, ja. Leute, die sich jetzt auf den Staat verlassen, die sagen, Frau Merkel, die hat versprochen, dass sie den Euro rettet und wir schaffen das. Die werden gekniffen sein oder sagen, ich habe doch mein Leben lang ins Rentensystem eingezahlt, die Rente ist sicher, ja, die Rente ist ein Flugzeugspiel, ja, das ist ein Pyramidensystem, die Leute, die das erfunden haben, gehören eigentlich ins Gefängnis. Also, und da muss man natürlich, es nützt ja auch nichts, sich darüber zu beklagen, ja, es geht jetzt um, wir leben jetzt, jetzt sind die Möglichkeiten da und es ist wichtig, sich zu informieren, zu gucken, was passiert, wenn die Krise kommt, wie kann ich trotzdem vielleicht sogar aus der Krise Nutzen ziehen, das kann ja durchaus auch möglich sein. Ja. Ja. In Code we trust. Okay, Aaron, vielen Dank für das Interview. Ja, danke für die Aufmerksamkeit.
Und auch nochmal an euch zu Hause, also das Buch, ich kann es nur empfehlen. Aaron hat mir das vorher mal gegeben, damit ich es durchblättern konnte. Ich fand's, habe auch viel gelernt, habe viele spannende Sachen da noch rausgezogen. Insofern eine uneingeschränkte Leseempfehlung. Ich verlinke das nochmal unten, damit ihr euch das direkt über den Link bei Amazon bestellen könnt und auch meinen Kanal damit unterstützen könnt. Also vielen Dank fürs Anschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Man kann es auch mit Bitcoin und Lightning bezahlen. Allerdings nicht bei Amazon, sondern beim Mobibit Shop, aber das geht auch. Aber auch über Umwege bei Amazon, genau. Ja, aber besser direkt. Ne? Besser direkt. Also, vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.